Der Sommer kann kommen mit zwei neuen Haribo- bzw. Maoam-Sorten, denn Maoam ist ja irgendwo auch immer Haribo, meine ich. Genau, Haribo GmbH. Happy Eistee, also Fruchtgummis mit Eistee-Geschmack. Und Maoam-Kracher, auch Eistee, in drei verschiedenen Sorten. Und wir probieren sie jetzt mal aus. Also ich sag mal erstmal, Eistee ist natürlich ideenmäßig gut getroffen für den Sommer, ne? Eistee. Richtig geil. Habe ich öfter jetzt auch im Asienurlaub getrunken. Wozu noch Videos kommen? Wahrscheinlich bevor ihr die Videos... Ne, also das hier kommt zuerst und dann die Asien-Videos. Ja, Pfirsich-Zitrone ist jetzt vielleicht auch nicht das, ich sag jetzt mal, das einfallsreichste, aber es sind ja auch die Standard-Eisteesorten aus dem Supermarkt. Von daher ist das dann vielleicht wieder irgendwo in Ordnung. Wohingegen ich auf jeden Fall persönlich Team Pfirsich bin. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich wette, die meisten Leute sind Team Pfirsich. Wobei, wenn es nicht immer dieses künstliche Zitronige ist, sondern ein richtig frisches, gutes Zitroniges, dann kann das auch sehr lecker sein. Und hier haben wir dann eben auch noch Mango mit bei, was dann natürlich schon wieder ein bisschen was anderes ist. Wir gucken mal auf die Packungen drauf. Also als erstes mal die Eistee-Dinger hier. Zwei verschiedene Sorten, wie gesagt, die dürft ihr gerne einmal pausieren. Bei den Nährwerten, die Zutaten, haben wir natürlich Zucker, Zucker, Gelatine, natürlich wieder drin, Dextrose ist auch eine Art von Zucker oder ist Zucker. Säurungsmittel, Zitronensäure, ein bisschen für den Geschmack. Sonnenblumenöl wird vermutlich für das Coating benutzt, damit es nicht aneinander klebt. Dann verschiedene Pflanzenkonzentrate, Farbstoffe, damit es nach gewissen Farben aussieht. Und natürlich Aroma. Selbstredend ist kein Tee drin. Das hätte mich auch stark gewundert. Und beide Sorten Eistee übrigens ist immer so ein Ding, wenn man davon zu viel futtert, kriegt man irgendwann Magenschmerzen. Also so kenne ich es zumindest. Ich habe mir irgendwann mal so eine ganze Tüte gekauft, als weil schon Jahre her, habe ich die aufgefressen. Meine Fresse, danach ging es mir nicht so geil. 2,7% Brausepulver in der Füllung. Auch hier Zucker, Glukosirup, Palmfett, Feuchtmittel. Auch hier wieder Gelatine, Haribo Markwohl Gelatine, Frucht, Pflanzenkonzentrate, ähnlich wie hier die Nährwerte habt. Hier, es ist natürlich alles Zucker, Zucker, Zucker und Aroma. Alter, ich krieg's nicht auf. So, hier haben wir einmal die Eistees. Das hier sieht nach einem Fabrikationsfehler aus. Da haben wir dann hier Pfirsich und hier Eistee. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Flasche sein soll oder was das ist. Ein Glas? Keine Ahnung, was das sein soll. Die Kracher, das seht ihr jetzt hier, verschiedene Farben. Können wir mal einen aufschneiden. Boah, Alter. C ohne Ende. Ups. Und so sehen die dann aus mit der Brausefüllung. Also hauptsächlich das Kaubonbon. Bisschen Brausefüllung. So, ich fange mal mit dem. Ich greife mal zur Flasche. Pfirsich. Ups. I. Ist dann runtergefallen. Haben die Tauben neulich wieder auf dem Balkon gekackt. Kann man jetzt nicht mehr essen. Pfirsich. Zitrone. Ja. Eine leichte Pfirsichnote kommt durch. Eistee. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich nach Tee schmeckt. Es schmeckt jedenfalls nicht nach Pfirsich. Da ist irgendwie noch was anderes bei. Ja, okay. Kann man machen. Zitrone. Die Zitrone ist ein bisschen intensiver vom Geschmack, wie ich finde. Ist auch kein Tee drin, ne? Logischerweise. Oder was heißt erwartungsgemäß? Stattdessen ist Pflanzenkonzentrat aus Tomate und Paprika drin. Also Zitrone finde ich vom Geschmack interessanter, weil es einfach, wie gesagt, mehr durchkommt. Für mich müsste das mehr Tee sein, dass es Eistee heißen kann, aber Haribo bringt ja eh jede Woche 5 Sorten raus. Ich finde es ehrlich gesagt langsam ziemlich ernüchternd, weil einfach selten davon etwas richtig gut ist. Aber man kann es machen. So, wollen wir mal sehen, was hier geht. Ich frage mich jetzt, was hier von Mango ist. Weil Mango und Peach sehen irgendwie fast gleich aus von der Farbe. Ah, warte mal. Ich glaube, jetzt hab ich sie. So, das, warte mal. Das hier ist jetzt Lemon.
Das ist Mango und das ist Peach. Ach krass. Ich finde, hier kommt die Teenote viel mehr durch. Lecker. Und das ist gut. Interessant, dass das hier ja so stark durchkommt. Wohingegen bei den Haribos gar nicht durchkommt. Interessant, lecker. Ist gut. So, machen wir Pfirsich als nächstes. Ja, auch hier kommt viel besser durch das Aroma. Ein künstlicher Pfirsichgeschmack. Auch nicht schlecht. Lecker. Ist gut. Sehr lecker. Wirklich sehr gut. So, jetzt tut mir gleich der Kiefer weh von dem ganzen Rumgekaue hier. Mango. Und auch hier, krass. Sehr, sehr lecker. Mango ist vielleicht sogar die geilste der drei Sorten. Und weil es nicht sehr nach echtem Mango schmeckt, sondern auch wieder irgendwas Künstliches, aber das schmeckt mir. Ey, lecker. Kann ich empfehlen. Kann ich nicht empfehlen. Doch, wirklich, also. Ich bin begeistert von dem Mao am Krachen und den Rest kann man in die Tonne treten. Falls ihr anderer Meinung seid, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.